Moin, ich war hier mit einigen Leuten bei der Militär-Fallschirmspringer-Truppenschule. Wir sind hier in Tschechien auf einer der Dropzones und an sich ist die Truppenschule in Österreich. Die bilden im Schwerpunkt militärisches Personal aus und wollen jetzt aber auch ihr Kursangebot erweitern und wollen auch ziviles Personal ausbilden können. Man kann also in Zukunft ganz normal die Kurse buchen und als Zivilist diese recht kurzen Kurse nehmen, um mal zu springen. Finde ich cool für Leute, die eben immer mal wissen wollen, wie es ist, zu springen. Und dafür kann man das eben nutzen. Aber bevor ich jetzt zu meinem finalen Fazit komme, möchte ich auf den Ablauf eingehen. Wir haben uns in Wien getroffen, sind dann mit einem eigenen Shuttle-Service von der Truppenschule zum Hangar gefahren, beziehungsweise zur Dropzone. Und da ist eben, wie gesagt, der Hangar, Flugfeld und auch Zelte, in denen übernachtet werden kann. Dann ging es auch schon direkt an die Theorie. Da wurde eben der ganze Schirm vorgestellt und viel Theoretisches durchgesprochen. Und danach ging es auch dann schon in die Praxis. In der Praxis lernt man dann auch eben die theoretischen Dinge nochmal, wie man eben den Schirm hält, wie man lenkt, wie man ausweicht, wenn ein Hindernis da ist, wie man den Landefall macht. Landefall ist eine spezielle Rolle, dass wenn man ankommt, die Landung macht und die ganze Energie, die da drin steckt, dann eben absorbiert. Ansonsten kann man sich was brechen und die Schirme, Rundkappe, Automatik sind zu schnell, um einfach nur landen zu können und weiterzulaufen währenddessen. Daher dieser Landefall. Den haben wir recht viel geübt, auch das Lenken relativ viel geübt. Ebenfalls auch die Notverfahren, sowas wie Auslösen Reserve oder was man nach der Landung macht, wenn der Schirm wieder Luft bekommen sollte. Dann kam zum theoretischen Teil eben noch ein schriftlicher Test mit Multiple Choice. Da konnte man dann eben ankreuzen und musste eben dann sein Wissen unter Beweis stellen. Während des Kurses wurde auch Sport gemacht. Wir waren laufen, haben verschiedene Übungen gemacht. Hier standen vor allem Übungen für den Rumpf und Rücken im Vordergrund. Ja, wir gehen jetzt wohl gleich noch tatsächlich schwimmen und ich hatte nur diesen geilen, jeder Gediente sollte diese Hose kennen. Ich habe einen geilen blauen Torpedo dabei. Nein! Also filmen unter Wasser wird schon gehen, aber ich will halt eigentlich den Zuschauern dann den Anblick dieser tollen blauen Badehose ersparen. Sorry, Ladies. Und nach Theorie und Praxis und der Unterschrift kommt jetzt natürlich das Wichtige, das Interessanteste, weshalb man hier ist, der Fallschirmsprung. Vorher die Praxis und die Theorie ist sehr wichtig, das sollte man nicht vernachlässigen. Und das Problem ist immer mit Fallschirmspringen das Wetter. Gibt mal Kondition in kleinen P. Deswegen springen wir heute nicht. Müssen wir das eh nicht ins Video mit reinschneiden? Auch wenn sie alle recht haben. Ist es dann ab 18? Heute geht's früh los. Die Sonne fängt gerade noch an aufzugehen. Ich habe heute Nacht wieder in der Hängematte geschlafen. Mag ich einfach lieber, wenn man ein bisschen abgeschieden in Ruhe schlafen kann. Am Samstag hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber heute am Sonntag bei dem schönen Wetter konnten wir tatsächlich springen. Ich versuche jetzt hier auch das alles nicht zu fachlich zu erklären, dass es auch jeder versteht und jeder mitkommt. Und daher halte ich das jetzt auch recht kurz. Morgens haben wir uns direkt durch einen kleinen Lauf und ein paar Übungen für den Sprung aufgewärmt. Danach ging es direkt an die Vorbereitungen für den Sprung. Immer zu zweit legt man sich dann den Schirm bzw. das Kurzzeug an. Wenn dann alles für den Sprung vorbereitet ist, kommt nochmal ein Ausbilder und guckt nochmal die Schirme bzw. das Kurzzeug an, dass da auch bloß alles richtig ist. Da gibt es dann entweder einen Hubschrauber oder ein kleines Flugzeug. Wir hatten hier jetzt ein Flugzeug. Und da sind wir dann immer zu fünft rein, sitzt drin auf der Kante und sobald man den Klaps eben auf die Schulter bekommt, springt man raus. Jetzt übers Gesicht werfen. Ja. Wie war's? Geil, extrem nice. Cool. Sehr schön. Ja, da war ich jetzt doch der erste Springer überhaupt. Reserve habe ich noch, Kurzzeug habe ich gerade abgegeben. Hier warten schon die ersten
angespannten Gesichter. Hier sieht man jetzt halt die Maschine von außen, mit der wir fliegen. Und Bommel ist auch am Start. Na Bommel, wie war's? Zuzuschauen? Ja, interessant. Wie war dein Sprung? War schön. Ja? Ja, der Wind hat war ein bisschen wechselhaft. Auch die Kappe war ungewohnt, aber war gut. War gut. Ja, jetzt sind die letzten Sprünge gelaufen. Du warst auch das erste Mal springen. Wie war's? Ja, aufregend. Aufregend. Unerwartet, in der Mega, was man sich vorher überlegt, trifft meistens nicht so ein. Es kommt ganz anders. Aber es ist sehr aufregend, sehr schön, sehr empfehlenswert. Habt ihr gehört? Nice. Gleich gibt es hier die Urkunden, wenn ich richtig gehört habe. Und dann geht es auch bald wieder Richtung Wien. Dann in Wien eben muss ich wieder zum Parkhaus laufen und dann geht's nach Hause. Das Ganze war jetzt eher als Presseevent aufgezogen, nicht als regulärer Kurs. Dennoch wird es in Zukunft eben diese Kurse geben und das verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Ansonsten ist es hauptsächlich, denke ich, interessant für Leute, die einfach mal wissen wollen, wie es ist, Fallschirm zu springen. Hier sind ein Großteil von den Teilnehmern sind Erstspringer gewesen. Für die war das, denke ich, auch ein recht atemberaubendes Erlebnis. Wirklich viele Eindrücke und vor allem der Sprung dann eine Erfahrung, die man nicht oft im Leben macht. Ja, für mich persönlich nicht so interessant. Ich bin vorher schon gesprungen im militärischen Dienst. Daher, ja, aber lustig. Da kommt gerade ganz zufällig der Bommel angelaufen. Bitte auf diese Höhe ungefähr, dass du auch scharf bist. Muss ich dahin stellen. So Bommel, du bist diesmal hier auf diesem Event zum ersten Mal gesprungen. Wie war es denn für dich? Ja, das waren meine zwei ersten Sprünge tatsächlich im Leben. Und ich sag mal so. So hat der Bolzen geguckt. Und am Ende war es einfach nur geil. Ja, also sehr nice. Das ist ein Moment der Überwindung. Und danach genießt man es einfach nur noch. Ist einfach schön. Ja. Und es ist nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Ja? Stimmt, ja, gut. Die Vorstellung ist vorher echt, dass man, oh mein Gott, es kann viel schief gehen, es kann auch was schief gehen, muss man auch alles ansprechen, ja, aber letztendlich die auch. Wahrscheinlichkeit ist so gering, da ist wahrscheinlicher, dass wir beim Shuttle-Service zurück nach Wien verunglücken. Oder was ich nicht hoffe. Oder dass wir vom Bus überfahren, keine Ahnung. Nee, war wirklich krass, war cool. Das Ding ist, das Film war natürlich aus sicherheitstechnischen Gründen eingeschränkt möglich. Genau. Daher muss man eben entsprechend das dann abklären und dann gucken, dass gewisse Sachen möglich sind, dass man überhaupt Aufnahmen vom Sprung hat. Ist verständlich, finde ich. Ist es schwierig, natürlich ein Video zusammenzubasteln, das interessant ist, ohne diese Aufnahmen. Daher nur so ein bisschen was und ja, ist halt einfach so, ne? Dennoch, deswegen, ich muss duschen. Viel Spaß. Du musst duschen. Gab's schon Essen? Das gibt die ganze Zeit schon. Ach so, okay. Das war's soweit. Ich muss zum Essen. Danke fürs Anschauen. Ciao. Jetzt haben wir alles zusammengepackt. Jetzt wieder in den Bus.